rappender Franziskanermönch. Is er real? Ist der wirklich real oder handelt es sich da um einen geschickten Marketing-Gag von irgendeinem Rap-Label? Die Sigrid und ich, wir sind ja quasi Klosterschul-Vergangenheit haben wir ausgebildet. Mhm. Wir erkennen sie. Aber am Geruch. Das ist natürlich am Video dann schwierig. Ja. Ja. Naja, es ist schwierig. Ein Wiener Franziskaner-Pater, also, der rappt. Ich würde schon sagen, das ist echt. Ich sage am Schluss immer, geht hin in Frieden, und alle sagen, yo. Ich glaube, die Frage wird sein, ob er seine Brille wirklich aufhat oder ob er nachträglich. Das fragen wir dann im zweiten Schritt. Aber zuerst interessiert uns eben, ist da wirklich ein echter Franziskaner in der Hütte? Er ist nicht sehr synchron in dem Video. Ja? Ja, also, er ist nicht lippensynchron. Deswegen hätte ich eher gesagt, das ist ein echter Franziskaner und kein Profisänger. Die Frage ist, wenn er kein Franziskaner ist, was ist der Grund, warum man so ein Video herstellen soll? Ja. Warum steht da ein Mann zwischen tanzenden Kindern in einer Mönchsuniform und warum? Ich habe jetzt. Naja, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Überhaupt nicht. Aber was ist auch das, was die Jungs da anhaben? Was ist das? Die Jungs haben eine Rapperkleidung, oder? Ist nein, die haben so? Alle so eine Uniform, so eine Monteursuniform. War alles uniformiert. Dann ein Breakdancer war dann ein bisschen anders anzogen. Also man hat sich da schon was überlegt. Aber was erzählt uns das Video? Ja, wir können vielleicht später euch noch mehr dazu erzählen. Aber jetzt müssen wir, wie es halt in der echten Welt ist, wir sehen das Video und müssen für uns entscheiden, stimmt's oder nicht. Also eine schnelle Runde. Soll ich beginnen? Beginn bitte du. Ich gebe meinen Segen. Ja. Gut, du hältst das für Fakt. Ja, ich glaube, das ist so schräg, dass es wahr sein muss. Es gibt den rappenden Franziskaner. Okay, Gerald? Ich bin dabei. Es hätte mich fast gewundert, wenn ihr euch diesmal uns kriegst du nicht auseinander. Wir finden einfach keinen Fall, der so knifflig ist, dass die drei sich nicht einig sind. Jetzt fragen wir aber in trauter Einigkeit einen Mann, der uns zu dem Video eventuell ein bisschen mehr erzählen kann. Sandesh Manuel. Ja, schön, dass du bei uns bist. Eindeutig wieder zu erkennen aus dem Video, aber jetzt stellen wir natürlich die Frage, ich darf dich hier ganz offiziell begrüßen als Pater Sandesh Manuel. Ja. Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Sandesh Manuel, 40 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich bin seit 7 Jahren in Österreich, in Wien. Und ich bin ein YouTuber, ich bin ein Rapper und Musiker. Aber ich wohne in der Franziskanerkirche, Franziskanerkloster im 1. Bezirk in Wien. Schöne Adresse. Also eine ungewöhnliche Kombination. Ja, so, das ist keine Verkleidung, das ist kein Halloween-Kostüm. Ich bin seit 23 Jahren ein Franziskaner und seit 10 Jahren ein Priester. Hey. Und ich möchte. Und ich möchte einfach durch diese neue Medium von Rap, von YouTube, von Musikvideos einfach Themen wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Umwelt ansprechen. Und ich komme in Kontakt mit den Leuten durch Musik, weil das eine neutrale Sprache ist. Bravo. Großartig, ja. Also über die Musik kommen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen miteinander in Kontakt. Großartig. Ja, wenn du schon da bist, lieber Sandesh, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns auch eine kleine Kostprobe live gibst. Ja. Also ich würde sagen, mein Gotteslob mit. Ja, Gotteslob ist da, Sandesh ist da. Also ich würde sagen, Regie, bitte drop the beat. Alle nur Menschen mit Träumen und Zielen, einzigartig und wertvoll, geboren zu lieben.
verbunden in der Liebe zum Nächsten. Vielen Dank. Dankeschön, Sandesh. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir können also ganz eindeutig festhalten, das Video mit dir am Donaukanal, das ist ein Fakt. Ja, bravo! Danke. Ihr habt das Video richtig eingeordnet und wir bedanken uns ganz herzlich. Pater Sandesh, Manuel, vielen Dank fürs Kommen. Danke.